Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part meiner Tutorial-Serie und diesmal schauen wir uns an, wie wir diesem kleinen Hund, den wir letztens gemodelt haben, diesem sicken Dude hier, ein paar Details verpassen. Wir werden uns dann viel mit dem Gesicht beschäftigen und natürlich auch hier mit den Beinen und mit allem eigentlich ungefähr. Genau. Aber eine Sache möchte ich noch schnell verbessern, bevor wir mit allem anfangen. Und zwar diese Vertices hier etwas nach unten schieben. Das hat mich schon eigentlich die ganze Zeit gestört. Bin ich dazu gekommen, das etwas auszubessern. So. Nämlich, ist nicht nie so schön, wenn man solche gedehnten Faces hat. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich denke, jetzt ist das auf jeden Fall besser, oder? Ich hoffe es schon. Ich hoffe es schon. Okay, also, wenn ihr das gemacht habt, dann fangen wir jetzt mal so richtig mit dem Gesicht an. Ach, da freue ich mich schon drauf. Genau. Und was braucht der Hund natürlich als erstes fürs Gesicht? Natürlich die Augen. Und die Platzierung von den Augen, die ist echt wichtig. Und da schauen wir mal uns an, was sieht denn so aus, würde sich am besten eignen, welches Face. Ich glaube fast, dass wir einfach hier alle vier Faces nehmen, um das Auge daran zu platzieren. Also, wir haben jetzt alle vier Faces ausgewählt und was ist als nächstes drücken ist I. Und was I macht, ist nämlich genau das hier. So, jetzt platzieren wir das mal ganz schön und rücken die einzelnen Punkte so hin, dass sie auch hier zum Auge hinpassen. Ach so, ich habe immer noch Proportional Editing an. Das kann man natürlich anhaben, muss man natürlich jetzt auch nicht. Genau. So, vielleicht so. Und jetzt, was wir jetzt machen, ist, das Ganze zu nehmen und nochmal I zu drücken. Und das wird das Ganze, schauen wir uns vielleicht mal von vorne an, wird jetzt am besten hier ein bisschen in die Tiefe gesenkt. Genau. Genau, jetzt haben wir schon mal so die Basic für die Augen. Aber ist natürlich noch gar nicht fertig. Noch gar nicht. Ist eigentlich nur eine sehr kleine Grundlage. Genau. Also, was wir jetzt noch machen müssen, ist nämlich das Ganze hier noch etwas natürlich rund zu machen. Nein, es ist halt echt gerade noch überhaupt nicht rund. So. Ein bisschen abzurunden. Genau. Damit hier auch Platz für Augen sind. Beziehungsweise ist. Genau, wie sieht es denn jetzt aus? Genau, es sieht schon ganz gut aus. Wir schauen hier, dass wir so einen gewissen Augenwinkel hier haben. Genau. Ich glaube, es ist fast noch etwas. Ich glaube, es ist fast noch etwas zu breit für ein Auge. Lass mich das mal kurz überprüfen. Ja, auch im normalen Modus hier sieht es so aus. Außerdem glaube ich, dass man es hier vielleicht etwas noch nach oben heben sollte, doch. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen weniger breit. Okay. Ja. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Und das move wir natürlich noch ein bisschen nach hinten. Genau. Ja, wenn wir jetzt nochmal schauen hier. Im Orthographic Mode. Doch, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt habe ich auch so das Fenster ausgemacht. War aber auch nicht wirklich wichtig, das Fenster. Wenn wir nochmal uns den perspektivischen Mode anschauen. Okay, ich würde sagen, die Stirn noch etwas enger. Und die Augen dann jetzt dem Foto entsprechend hier noch etwas weiter zur Stirn. Okay, so jetzt lassen wir die Augen mal so in Ruhe und machen weiter hier mit der Nase und obwohl wir die im Sculpt Mode gerade eben schon ganz gut gemacht hatten,
ist natürlich immer noch Potenzial. Und ich würde jetzt auf jeden Fall anstreben, diese schöne Dreiecksform hier ein bisschen zu hinzukriegen. So ein bisschen hier, seht ihr das? So. Das versuche ich jetzt mal. Genau. Die Schnauze ist irgendwie noch zu groß. Das mache ich mal mit Proportional Editing, ja. Okay. Okay. Ist auf jeden Fall noch zu breit hier. Auch noch zu breit. Und hier das Kinn, wenn man es so sagen kann. Genau. Auch ein bisschen schmaler alles. Okay, vielleicht können wir uns jetzt mal dem nächsten Detail widmen. Und machen wir jetzt entweder den Mund oder die Nase. Das müssen wir uns mal überlegen. Was denn jetzt cooler? Ich glaube, der Mund wäre mal ganz cool. Okay, dazu wählen wir hier alle Faces aus, die jetzt hier zum Mund gehören. Die hier gehören natürlich auch noch zum Mund und drücken wieder I. Genau. Genau. Und jetzt haben wir hier vorne schon so ein kleines Problemchen. Ja, dieses Problem können wir ganz einfach lösen, indem wir hier einfach diese Edge wegmachen. Bisschen, also schon drauf achten, Edge. Und dann die beiden hier zusammen zu klippen. Auch darauf achten, dass sie zusammenhalten. Und übrigens, sorry, wenn im Hintergrund man den Regen hier hört. Es regnet halt wirklich gerade stark. Ich biete das zu entschuldigen, falls ihr das entschuldigen könnt. Okay. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier den Mund wieder etwas schließen. Wir haben ihn zwar noch gar nicht aufgemacht, aber ebenso, das machen wir am besten auch hier in 1,5. Hallo, genau hier. Da folgen wir jetzt mit dieser Linie, die wir gerade kreiert haben. Folgen wir jetzt mal hier dem Mund. Und die Vertices ist schon weit vorne da irgendwie. Das müssen wir mal kurz ändern. So. Die Vertices sollten auf jeden Fall nicht so weit vorne sein. Okay. Also, jetzt haben wir hier wieder unsere Linie. Die geht dann hier weiter. Bis nach hier vorne. Okay. Und jetzt nehmen wir mal die Faces von hier. Und. Ja, genau, von hier. Aber hier dieser. Der eine Punkt wieder. Der eine Punkt wieder. Egal. Also wir nehmen jetzt die Faces von hier. Die wir gerade hier gemacht haben. Schon wieder falsch geklickt. Die Faces von hier nehmen wir jetzt und fahren sie etwas nach innen. So. Vielleicht noch etwas kleiner. So. Und jetzt müssen wir den Mund wieder, wie gesagt, etwas schließen. Habe ich davor auch schon ein bisschen gemacht, damit er nicht so komplett weit offen steht. Und natürlich vielleicht etwas breiter nochmal. Okay, schauen wir uns mal das Ganze hier in der View an. So sieht es jetzt aus gerade. Und wir sehen schon hier, geht das alles hier so ein bisschen nach oben. Und das wollen wir natürlich auch nachmachen. Und natürlich hier, das passt dann natürlich hier drauf so. Genau. Und hier ist dann noch so eine Art Lappen, der hier drüber geht, bis hier unten dann letztendlich. Das Ende vom Mund ist ziemlich weit unten. Hat die Natur sehr interessant designt, würde ich mal sagen. Ja. Würde ich mal sagen. So. Noch hier. Ich will noch ein bisschen hier diese Unterkante vom Mund ein bisschen hervorheben. Okay. Und jetzt können wir uns der Schnauze widmen, okay. So, ist denn hier alles auch schnauzenfreundlich? Hier sieht es noch nicht so schnauzenfreundlich aus. Das habe ich nicht so gut gemacht gerade eben. Es tut mir doch so leid. Und jetzt fangen wir mal an damit.
Mit der Schnauze. Und dazu würde ich sagen, wir brauchen erstmal einen Loop für die Schnauze. Also praktisch ein paar Edges, die im Kreis gehen. Und welchen Loop nehmen wir denn jetzt? Vielleicht so. Hier unten bietet es sich ja schon an. Dann nehmen wir hier diesen Loop. Genau. Also das ist jetzt hier, alle, die jetzt hier drin sind, werden jetzt zur neuen Schnauze. Ich glaube, dass wir noch fast etwas wenig Edges haben. Deshalb mache ich einen neuen Roll Cut. Und der kommt mal hier rein. Ich meine, man kann eh von Roll Cuts nie genug machen. Also hier ein neuer Roll Cut. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Vertices genau ich jetzt dazu nehme. Na, ich glaube, ich nehme wirklich nur hier die vordersten. Genau. Also die vordersten kommen jetzt hier alle zur Schnauze dazu. Also die und die. Okay. Und weil wir so lustig sind, machen wir hier mal Extrude und S. Und dann nur, damit es sich so ein bisschen abhebt, ja. So ein bisschen abheben. So wie hier auch in der Vorlage. Und jetzt müssen wir natürlich hier das Ganze ein bisschen runder wieder machen. Auch natürlich so wie in der Vorlage. Können wir gleich mal schauen. Wie ist es denn in der Vorlage? In der Vorlage ist auf jeden Fall die Schnauze etwas kleiner, als wir sie jetzt haben. Werde ich natürlich berücksichtigen. Natürlich werde ich das berücksichtigen. Wir wollen es ja möglichst realistisch machen. Okay. Nach oben. Habe ich gesagt? Ich wollte eigentlich nach oben. Okay. Gehen wir mal nach oben jetzt. Und hier mit denen hier auch bis nach oben. So. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich etwas anpassen, der Form der Schnauze. So. So, dele. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch schon perfekt angepasst ist. Es tut mir leid, wenn es gerade etwas länger dauert, aber Schnauzen sind wirklich sehr wichtige Gegenstände hier. Ohne eine ordentliche Schnauze funktioniert hier nichts, wisst ihr. Das ist doch der erste Punkt, wo man hinschaut beim Hund. Nein, Spaß. Verbreite hier schon wieder Fake News. Es tut mir leid. Das wollte ich doch gar nicht. Oder vielleicht doch. Okay. So, jetzt denke ich, das kann man gelten lassen. Und jetzt nehmen wir mal hier die vordersten und I, wie immer. Und ja, ich würde einfach sagen, nochmal I. Und dann ab geht's nach innen. Mit Z schauen wir uns an, wo, wie weit. Okay, das sieht jetzt noch gar nicht so stark aus nach einer Hundeschnauze, weil eine Hundeschnauze einfach nicht so aussieht, Brill. Und deshalb müssen wir natürlich erstmal dafür sorgen, dass es schön rund wird hier alles. Was da eigentlich passiert ist. Ah, ich glaube, es passt schon alles. Es passt schon. Kein Grund zur Panik. Müssen natürlich darauf achten, dass es nicht alles am Ende wie so eine Schweineschnauze aussieht. Deshalb schon mal hier so ein bisschen nach hinten. Und hier die Edge würde ich auch noch ein bisschen nach vorne machen. Damit die ganze Nase hier etwas windschnittiger daherkommt. Okay. Mal schauen, wie windschnittig die jetzt wirklich ist. Okay. Also okay, so windschnittig ist jetzt nicht. Und man kann auch ganz gut reinschauen, aber das ist natürlich jetzt nur ein temporärer Effekt. Was ich jetzt noch machen würde, ist, naja, ein paar Vertices noch ein bisschen verschieben, dass es schöner aussieht. Genau das. Nee, wozu haben wir eigentlich diesen Loop gerade hier gemacht, wenn wir ihn gar nicht benutzen? Hier ist schon wieder so ein gestretchtes Face, das geht natürlich nicht. Da müssen wir natürlich noch was dran setzen und so. Genau. Schnauze muss hier perfekt sitzen.
Irgendwie habe ich schon wieder fast das Gefühl, dass wir sie zu klein gemacht haben. Aber hier in der Anleitung steht nein. Ich mache hier kurz die noch ein bisschen mehr zur Vorlage hin. Ja. Nein, hier die Oberkante noch. Die Oberkante. Die gute alte Oberkante. Damit die nicht so hoch wird, die Nase. Aber sonst denke ich es eigentlich. Kann es auch eigentlich zählen lassen jetzt erstmal. Okay. So, wenn ihr Bedarf habt, eure Nase noch perfekt zu verbessern und noch weitere 10 Stunden zu investieren, sei euch das natürlich gewährt was. Aber wir sollten jetzt erstmal an den Ohren weitermachen. Und die machen wir jetzt erstmal folgendermaßen. Also, wir nehmen uns zwei Faces, die in der Nähe von den Ohren sind. Wo sind denn die Ohren? Hier unten. Also passen die beiden Faces doch ganz gut. Doch, ja, die sollten gehen. Also die Faces, die werden natürlich erstmal natürlich so ein bisschen hin drapiert, dass die auch so passen. Ja, genau. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, wo ich mir das Face schnappe mit Face Selection Mode und erstmal nach oben ziehe. Genau. Und jetzt ziehe ich es weiter nach oben und mache etwas R, etwas rotieren und dann zur Seite. Und nochmal E, nochmal R. So, jetzt hat es sich nicht wirklich auf der richtigen Achse gedreht. Kann natürlich auch mal vorkommen. Kann natürlich mit dem Tool hier nachhelfen. E. Und. R, habe ich gesagt. Egal, nochmal E. Und nochmal R. Okay. Okay, perfekt. So, jetzt haben wir hier ein Ohr kreiert. Und bevor wir hier irgendwas weiteres damit machen, wählt erstmal den Wireframe-Modus aus. Wir sehen schon, natürlich kann es manchmal auch passieren, dass die Ohren so weit abstehen, aber im Normalfall ist das nicht so, deshalb wollen wir das jetzt gerade auch nicht haben. Also wählen wir mal alle Faces, die wir hier gemacht haben, aus. Also nicht alle, vom Stamm vielleicht nicht die Faces. Und jetzt gehen wir vielleicht mal in die Front View und machen die so ein bisschen, winkeln die so ein bisschen ab und gehen nach unten. Winkeln die so ein bisschen ab und gehen wir nach unten. Schauen mal. Aha. Das Ohr hat sich nicht perfekt bewegt. Mal von oben anschauen. So. Und wieder mit G etwas runter. Und genau. So. Und jetzt sagen wir mal, passt. Sagen wir mal, es passt so ungefähr vom Stamm her irgendwie. Und jetzt machen wir weiter. Natürlich, wir sind auch noch nicht fertig. Wir wählen wieder nichts aus, wieder Z und wählen wieder die untersten Faces aus, jetzt aber ohne diesen Loop weiter oben. Den haben wir jetzt schon genug bearbeitet. Also ich glaube, das Face fehlt noch. Und jetzt wird wieder weitergearbeitet. Wieder R und wieder G und so weiter. Und vielleicht wieder ein bisschen R auf der Achse. So. Das sieht doch eigentlich schon ganz passabel aus. So, jetzt müssen wir natürlich die Ohren vielleicht noch ein bisschen in Ohrenform kriegen, weil sie sind auf jeden Fall noch nicht in Ohrenform. Dazu müsste man jetzt natürlich sehen, wie die echten Ohren aussehen. Und die sehen so aus. Die gehen sogar bis da runter. Boah, hat der lange Ohren. Okay. Also das heißt, wir nehmen jetzt mal einen Edge und ziehen sie dahin, wo sie auf der Linie hingehört. Das ist ein bisschen tricky. Ich empfehle euch vielleicht, um die Edge auszuwählen, wieder aus der Frontperspektive rauszugehen und dann, sobald ihr die Edge euch zielsicher gekrallt habt, wieder in die Frontperspektive reinzugehen. Einfach nur, damit ihr praktisch immer die richtige Edge euch krallt. Okay. So. So, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Chaos hier. Hier, das sieht nicht ganz so schön aus, muss man leider sagen. Das können wir natürlich einfach fixen. Wir gehen mal hier auf Vertices Select Mode und schauen hier die eine Vertices, die braucht unsere Hilfe. Die ist zu weit unten. Die muss wieder weiter nach oben. Genau.
Und so viel hat ihr das gar nicht geholfen, dass wir sie weiter nach oben getan haben. Jetzt ist sie da. Nein. Oh, es hat gedonnert. Es donnert bei uns, schaut mal. Boah, ist echt bestes Wetter, um Videos aufzunehmen. Also, schauen wir mal, dass wir diese Vertice in der Nähe von der anderen, von ihrer Freund Vertice hier hinkriegen. Ich glaube, dann ist sie am glücklichsten. Und schauen wir mal, dass wir das hier alles ein bisschen hinbiegen. Hier an der Stelle sieht es auch noch nicht wirklich perfekt aus. Die Vertice kommt auch wieder hier zu ihrer Freund Vertice. Ich weiß. Es ist. Ich weiß nicht, was meine Zielgruppe jetzt genau ist. Ich hoffe mal, es sind wirklich kleine Kinder. Und jetzt machen wir das Ohr natürlich wieder etwas dünner, wie wir es gerade eben auch beim Schwanz gemacht haben. Weil so ein ultra dickes Ohr, das ist unrealistisch. Nein, ganz ehrlich. Wer will schon so ein dickes Ohr haben? Verdammt, wir haben schon wieder die falsche Vertice ausgewählt. Also lieber nicht. Lieber das nicht tun. Genau. Ja, die natürlich in der Mitte auch noch. Hallo. Da habe ich wieder die falsche ausgewählt. Immer darauf achten, ob wir auch die richtige Vertice ausgewählt haben. Tipps vom Profi. Und wenn ihr das jetzt noch, wenn ihr die Ohren noch mehr anlegen wollt, ich würde es euch ja gar nicht empfehlen, weil später mit dem Texture Painting bekommt ihr dann Probleme. Aber falls ihr sie noch näher anlegen wollen würdet, gibt es natürlich auch das Proportional Editing. Und da könnt ihr dann hier vielleicht. Naja, so ein bisschen so. Okay. Nein, nein, eigentlich nicht. Okay. Also ihr könnt damit noch ein bisschen arbeiten, falls euch der jetzige Stand der Ohren nicht gefällt. Ich würde aber hoffen schon, weil immerhin habe ich euch ja gezeigt. So, genau. Und wir können uns das natürlich auch mal in Perspective View anschauen. So sieht es gerade im Moment hier alles aus bei uns. Und mit was wir jetzt mal weitermachen, sind hier mit den Krüppelbeinen und vielleicht auch mit den Zehen. Okay, weil dieser Hund hat tatsächlich Zehen. Es ist kein Mythos, er hat sie wirklich. Und tatsächlich sind die Beine jetzt wirklich viel dünner. Ach man, dieser Wind. Als wir sie haben wollen würden. Und das können wir natürlich auch mit Proportional Editing vielleicht wieder etwas in den Griff kriegen. Okay, fangen wir mal an. Also. Dass sie dicker müssen, wissen wir schon. Da brauchen wir jetzt keine Vorlage mehr dafür. Wir brauchen sie danach noch nur dazu, um zu wissen, ungefähr wie dick. Haben wir sie jetzt dick genug gemacht? Mal schauen. Boah, ich weiß nicht, ob man es hört im Hintergrund. Könnt ihr gleich nachschauen, wenn ihr wollt. Lol. Aber es bringt euch ja nichts, weil ihr müsst es ja eh schon anhören. Aber ist schon viel. Ist schon heftig. Okay, egal, es motiviert mich auf jeden Fall lauter zu sprechen, also freut euch. Also, machen wir das Ganze hier auch hinten, obwohl die Hinterbeine gar nicht so verkrüppelt sind wie die Vorderbeine. Also, aber wenigstens ein bisschen kann man ja dran feilen. Okay, hier müssen wir natürlich noch diesen Hacken etwas ausprägen. Okay, und um die Füße kümmern wir uns ja eh gleich. Ich sehe kurz noch, das hier möchte ich unbedingt noch hier. Regeln hier den Bauch, der nette Bauch, den vielleicht müssen wir uns den auch noch mal gleich anschauen, weil der noch nicht so ganz perfekt ist. Ach, wir schauen uns einfach jetzt an. Also bevor wir noch an die Zehen rangehen, so hier noch ein bisschen den Bauch bepflegen. Okay, Bauchbepflegung Ende und jetzt kommen gleich mal die Zehen und ich sehe hier schon, hier ist nicht so aufgeräumt. In meinem Aufräumertrag muss ich auf jeden Fall hier widerstehen. Okay. Na, jetzt machen wir aber wirklich die Zehen. Wir bringen erstmal hier die Vertices bisschen in die richtige Richtung. So. Damit wir hier auch überhaupt genug Faces für so viele Zehen haben. Genau, was wir jetzt nämlich noch machen, um mehr Faces zu kriegen, ist hier alle Faces unten auszuwählen und dann I zu drücken. Und das gibt uns hier mehr Faces, die wir gebraucht haben, um jetzt Folgendes zu machen, nämlich was ich gerade schon kurz demonstriert hatte, I und dann nach innen schieben und dann natürlich ein bisschen scalen. Okay, also wieder I drücken natürlich und dann wieder nach innen schieben und dann scalen.
sodass wir hier praktisch so eine Art 10 dann kriegen. Und ich weiß nicht, ob man es nicht noch ein bisschen mehr nach innen schieben sollte. Okay. Ja, okay. Genau, und das gleiche mache ich hier nochmal an der Seite. So, es sieht jetzt natürlich noch nicht so perfekt aus. Wir müssen natürlich jetzt mit den Vertices ein bisschen wieder rumbasteln. Also, wir haben hier wirklich sehr wenig Faces an den Füßen. Das ist natürlich gar nicht mal so ideal. Ein paar Loop Cuts mehr hätten wahrscheinlich nicht geschadet. Aber egal. Auf die Füße schaut hoffentlich eh nicht, eh niemand so oft. Also von daher passt schon. So, hier hinten vielleicht ein bisschen noch mit Proportional Editing arbeiten, um dem Fuß ein bisschen so Auflagefläche zu geben. So, hier ein bisschen hier den Knöchel herausheben. Und hier der Zeh, der ist echt etwas noch überproportioniert. Der muss etwas kleiner noch. So. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Warte mal kurz. Haben wir wieder eine Vertice gegriffen, die nicht ganz so gut zum Greifen war? Okay. Okay. Also sagen wir, belassen wir mal bei dem hier. Also die Vertices von den längsten Zähnen natürlich ein bisschen nach vorne. Und der C ist auf jeden Fall noch zu groß. Genau, und hier das gleiche machen wir vorne hier auch. Dann sind wir mit den Zähnen schon gleich fertig. Okay. Wieder in den Object Mode. Ja, die Füße sind natürlich jetzt nicht so detailreich. Egal, dazu sind wir auch nicht hier. Genau. Was wir jetzt noch machen, ist nämlich an den Augen noch ein bisschen rumschrauben. Dann sind wir auch schon fertig für heute. Aber das muss noch nicht sein, denn wir müssen nämlich noch hier etwas bisschen detaillierter anfangen. Okay. Also mal hier diese Augenmuschel hier oder was auch immer, wie man es nennt, auswählen und I drücken. Und jetzt habt ihr hier mehr Vertices. Und am Auge sind Vertices sehr wichtig sogar. Also, enable wieder den guten Proportional Editing Modus. Und jetzt müssen wir hier dieses, so ein bisschen diesen Rahmen vom Auge machen, was auch immer. Der natürlich ganz wichtig ist. Okay. Also, wir schaffen gerade noch ein bisschen den Rahmen hier noch etwas besser. Proportional Editing mal kurz aus. Genau. Und hier für die Augen gibt es natürlich schon schöne Rahmen. Den müssen wir gleich natürlich noch anpassen, wenn wir die Augen reinbauen. Aber das ist natürlich dann eine Sache für den nächsten Part. So, was jetzt auf jeden Fall noch sein muss, ist hier das hier etwas zu schließen hier oben. Und hier das hier wieder aufzumachen. Ja, ich weiß, das hier ist ein sehr professioneller Name. Ich weiß, da kann sich immer jeder drunter vorstellen. Und ich konnte gerade wieder nicht widerstehen, hier ein paar kleines Chaos wieder gut zu machen. So, schauen wir uns mal von allen Seiten an, hier mit unserem Auge, ob wir jetzt hier tatsächlich das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Und ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können das Auge erst final anpassen, wenn wir fertig damit sind, das Auge überhaupt zu erschaffen. Und bis dahin müsst ihr euch jetzt hier damit beglücken. Der nächste Part kommt auf jeden Fall bald. Bleibt dran für den letzten Part, in dem ihr praktisch alles Wichtige macht, damit euer Hund perfekt aussieht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.